Leute, die einfach auf ein Pferd zu setzen, was noch keine besondere Ausbildung hatte. Björn zeigt es jetzt einmal, wie es verkehrt wäre. Er hat frontal angegriffen, das Kopf seines eigenen Pferdes war im Wege, um überhaupt den Gegner schlagen zu können. Und der Gegner hat es sehr leicht, das Pferd zu töten. Jetzt bewegt Björn sich seitlich mit dem Pferd, was für das Pferd sehr anstrengend ist. Aber er hat Handlungsspielraum, um überhaupt zu kämpfen. Auch musste im Kampf die Kommunikation so präzise und schnell erfolgen. Es war keine Zeit, um dem Pferd noch zu sagen, ach, ich möchte aber jetzt doch links oder rechts rum. Es musste schnell geschehen. Das Pferd hat die Fußarbeit des Kämpfers übernommen.